Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werden wir etwas total Verrücktes machen. Und zwar bin ich hier vor Ladenöffnung in einem Douglas. Und ich werde jetzt versuchen, in 5 Minuten 1000 Euro in diesem Douglas hier auszugeben. Sowas habe ich noch nie gemacht und ich bin so gespannt, ob ich das hinbekomme. Und alle Sachen, die ich hier heute kaufen werde, kann einer von euch gewinnen. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einmal Abonnent von diesem Kanal hier sein, dann diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir dann in die Kommentare zu schreiben, welches Produkt von den ganzen Produkten, die ich hier heute shoppe, euch persönlich am besten gefällt. Und wenn ihr Instagram habt, dann könnt ihr auch sehr gerne Douglas auf Instagram folgen. Und ja, ich glaube, ich mache mich dann jetzt fertig für diese Mega-Challenge und ich hoffe sehr, dass ich es in der sehr kurzen Zeit schaffe, sehr, sehr viele schöne Dinge für euch zu shoppen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen die Tester nehmen werde, aber ich werde extra darauf achten, weil ich glaube, das wäre voll der Fail. Und wenn ich es nicht schaffe, die 1000 Euro auszugeben in diesen 5 Minuten, dann werden wir eben nach diesen 5 Minuten hier nochmal ganz gemütlich durch den Laden gehen und dann werde ich mir auch noch ein paar Sachen für euch zusammensuchen. Und wenn ich über 1000 Euro lande, dann ist es auch okay, dann bekommt ihr eben noch mehr. Ich habe mir vorhin übrigens gerade noch eine Sache ausgerechnet und zwar von den Marken, bei denen ich ein paar Produkte kaufen möchte, kostet ein Produkt durchschnittlich 20 Euro. Das heißt, ich muss 50 Produkte kaufen. Und wir wechseln auch nochmal die Etage. Dann würde ich sagen, Jonas steht übrigens da hinten und stellt einen Teil, deswegen muss ich jetzt ganz besonders laut sprechen. 3, 2, 1, los! Okay, ich bin jetzt erstmal bei Too Faced und ich hole einfach mal original alles mit, was es hier gibt. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich hier reinwerfe. Es gab da auch noch Paletten. Ah ja. Dann nehme ich hier noch einen. Puh! Erstmal auch schon fast kaputt gemacht. Und dann noch eine kleine. Und dann nehmen wir noch eine Foundation mit in der Farbe Vanille. Das hat sich nicht gut angehört. Okay, dann gehen wir weiter zu Urban Decay. Da nehme ich dann erstmal ein Setting Spray mit. Und dann auch noch eine Palette. Das ist der Tester. Okay, das nicht. Und. Okay, das ist auch der Tester. Das ist kein Tester. Oh. Okay, okay. Hier die Palette sieht auch gut aus. Ist das ein Tester? Nein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal etwas weiter nach hinten. Obwohl, hier sind auch schöne Sachen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein Tester. Oh. Ach hier. Ich nehme mal das, das und das mit. Drei Lippenstifte und ich glaube, das ist nur von Urban Decay. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh. Und zwar hierhin. Das sind die Douglas Eigenmarkenprodukte. Ich habe gerade gar keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht bin. Jonas, bin ich gut oder schlecht? Wie viele Minuten noch? Ja, okay. Ich habe noch viel vor. Du hast auch was kaputt gemacht. Aber das ist schön. Warte mal. Ich glaube, ich bin besser. Ich würde ja echt was sehen. Nehmen wir das mit. Das mit. Und dann nehme ich das mit. Und das sieht gut aus. So ein Corrector. Das hier ist ein Concealer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier noch. Und was ist das? Sieht gut aus, nimm's mal mit. Und das. Hab ich das schon? Nein, ne? Dann sind wir jetzt bei NYX. Und dann nehme ich mir jetzt auch mal ein Lippenstift mit. Und ein Eyeliner. Was soll ich sonst noch mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich kann gerade schon gar nicht einschätzen, wie viel ich drin habe und wie viel nicht. Hier ist Benefit. Da werde ich auf jeden Fall auch ein paar Sachen für euch kaufen. Und zwar einmal das hier. Das ist der Dennis Bronzer oder wie auch immer der heißt. Rouge. Dann. Den hier, weil den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann auch noch eine Mascara und zwar diese hier. Okay, wir machen weiter mit Essie. Nagellacke sind eigentlich auch immer gut. Dann nehme ich diese hier mit.
Und wir sind dann noch. Ah, was? Noch 2 Minuten? Ja. Oh mein Gott, dann wechseln wir gerade die Tat. Wir haben noch gerade 5 mit und dann noch von Anastasia Beverly Hills eine Palette. Und jetzt ist die Tüte auch schon voll und oben liegt eine andere. Sie gehen wir aber ganz kurz hoch. Und dann kommt noch eine Palette hier. Ich nehme jetzt einfach irgendeine, ganz random. Okay, und dann müssen wir hoch. Meine Tüte ist auf der anderen Seite. Ah! Okay. Ich kaufe jetzt einfach alles, was mir irgendwie zwischen die Finger kommt. Nein! Sorry, dass ich hier die ganze Zeit so dumm laufe. Und dann kann ich das auch schaffen. Okay. Oh, das sieht voll gut aus. Dann nehme ich das hier noch. Das hier. Leute, da ist ein Einhorn drauf. Das, das, das. Sieht auch voll süß aus. Ah, die hier mag ich auch total. Und die. Und dann. Ah, okay, ich freue mich noch etwas zu machen. Nehmen wir das hier noch mit. Oh wow! Das hier. Das hier. Das hier. Hab ich irgendwas vergessen, was ich unbedingt kaufen wollte? Masken sind auch immer gut. Und. Ah! Das zählt noch. Okay, das waren jetzt 5 Minuten. Oh Gott, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal zur Kasse und dann rechnen wir mal, wie viel ich ausgegeben habe. Eigentlich müssen wir wie bei der letzten Runde jetzt einfach einmal schätzen. Ich schätze, wow, es ist schon mega schwer. Ich glaube, es sind unter 1000 Euro. Ich tippe auf 700. Jonas muss jetzt auch mal schätzen. Ich habe da gar nicht zu. Ich weiß trotzdem. 800. 800. Okay, dann gehen wir zur Kasse. Was ist der Betrag? 1.622 €. Oh mein Gott! Ich hab's mega gut gemacht. Wow. Okay, ich bin jetzt richtig stolz auf mich. Guck mal, das kann ich. Okay. Ja, nehme ich. Wir haben hier übrigens auch noch ein Klavier gefunden, oder heißt das Piano oder Flügel? Das ist ein Flügel. Wir haben einen Flügel gefunden. Und ich möchte jetzt einmal alle meine Entchen vorspielen. Oh Gott, ich kann es aber nicht. Aber ich versuch's mal. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich es so gut hinbekomme, 1000 Euro auszugeben. Also, dass es am Ende so perfekt ist. Ich meine, 26 Euro darüber, ich glaube, das geht schon relativ klar. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Ihr könnt jetzt an dieser Verlosung teilnehmen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einmal Abonnent von diesem Kanal hier zu sein. Denn das Ganze ist natürlich eine Verlosung für meine Abonnenten. Dann diesem Video hier einen Daumen nach oben zu hinterlassen und mir dann in die Kommentare zu schreiben, welches Produkt von den ganzen Sachen, die ich hier heute gekauft habe, euch persönlich am besten gefällt. Und wenn ihr Instagram habt, dann könnt ihr auch sehr gerne Douglas auf Instagram folgen. Und falls ihr gar nicht mehr wisst, was ich so eingekauft habe, kann ich euch hier auch noch mal ein paar Sachen einblenden. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Masken gekauft oder auch verschiedene EOS Lip Balms. Außerdem sind auch einige Sachen von Too Faced dabei oder auch Urban Decay und auch von der Douglas Eigenmarke und auch von Benefit. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann könnt ihr sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr ganz, ganz viele weitere Videos von mir. Oder ihr könnt euch noch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Das war mein letzter Douglas Live Haul und das ist ein anderes Video, in dem ich schon in 5 Minuten
versucht habe, ordentlich Geld auszugeben. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!